Philipp, bitte vergib meine Neugier, jedoch läge mir viel daran, wenn du uns über den Anlass dieser Versammlung aufklären könntest. Freunde, wir kennen uns schon seit vielen Jahren und wir alle wissen, uns verbindet mehr als eine Kameradschaft. Flipper, halt die Klappe, du quillst noch mehr Müll als Strebi. Ich erdulde keine Beleidigungen, du stinkender Bösartiger. Hey, ich bin dran, ja? Also ich weiß aus sicherer Quelle, dass unsere Biolehrerin eine Arbeit über Evolution schreiben lassen will. Und sie will dich als lebendes Beispiel haben, dass noch nicht alle Menschen die Evolution durchmacht haben? Alter! Sie will uns in Lerngruppen aufteilen. Das ist die Chance meines Lebens. Ich könnte mit Julia eine Lerngruppe bilden und zeigen, was alles in mir steckt. Bitte Leute, ihr müsst mir helfen. Ich hab doch sonst niemanden. Ihr seid meine letzte Rettung. Nur ihr könnt mir noch helfen. Flip, das ist so romantisch. Ich bin so wahnsinnig gerührt. Sag uns, wie wir dir helfen können. Also, rein zufällig habe ich ein paar winzige Notizen gemacht, wie wir die Lerngruppe aufteilen. Also, Katha und Strebi, Mo und Nico, Spy und Tonne. Sorry, Tonne, ging nicht anders. DJ ist krank und fällt aus. Und ich mit Julia. Aber Julia darf auf gar keinen Fall irgendwas mitkriegen. Das ist so romantisch. Ja, meine liebste Katharina, wir werden gemeinsam eine Lerneinheit bilden. Ach Mo, ich bin so glücklich. Julia und ich, wir werden gemeinsam unsere Zukunft verbringen. Seite an Seite. Ihr wollt heiraten? Das ging aber schnell. Mann, bist du blöd. Wir sitzen ab jetzt im Bio nebeneinander, weil wir eine Lerngruppe bilden. Ich spüre es, ich bin dem Glück ganz nah. Bald kann ich Julia zeigen, was für ein toller Schüler ich bin und dann... Philipp, mündliche Prüfung, jetzt! Naja, dann kannst du ja gleich heute zeigen, was für ein guter Schüler du bist. Hast du überhaupt gelernt? Wird's bald. Flip, das war ganz großes Kino. Was hat die Lehrerin nochmal zu dir gesagt? Philipp, du weißt ja wirklich gar nichts. Ab heute lernst du mit DJ. Heute ist Julia krank und DJ wieder gesund. Das geht nicht. Was ist mit meinem Plan? Flipper, ich bin richtig eifersüchtig auf dich. Mit DJ lernen großartig. So ein zurückhaltendes, schüchternes und stilles Mädchen. Weißt du was, Flip? Ich freue mich jetzt schon total darauf, dass wir zusammen lernen. Ehrlich gesagt, habe ich mir das ja auch schon heimlich gewünscht. Weißt du was, Flip? Ich freue mich ja schon total darauf, dass wir zusammen lernen. Also ehrlich gesagt, habe ich mir das ja heimlich auch gewünscht. Also wir sehen uns dann am Nachmittag, ja? Ich fände es ja super, dich zu Hause zu besuchen. Aber wenn du lieber bei mir vorbeikommen wirst, wo gehst du denn hin? Ja, also ich dachte, vielleicht teilen wir den Stoff auf und tauschen das morgen in der Schule aus. Geht eh viel schneller. Ach so, ein Blödsinn, Flip. Das geht total am Sinn von so einer Lerngruppe vorbei. Aber ich sag dir was, ich verstehe dich total. Ich bin nämlich auch ganz aufgeregt, weil ausgerechnet wir zwei zusammen lernen sollen. Und da dachte ich mir, vielleicht sollten wir einfach mal das Eis brechen. Was gibt das denn jetzt? Mo, Nico, wartet! Wartet! Hey, Tonne, Kumpel, ich hab hier was für dich. Oh, Flip. Lass mich mal riechen. Schinken? Salami, Käse, Senf und Mayonnaise. Boah, danke, Alter. Moment, zuerst musst du mir helfen. Alles, ich tue alles, was du willst und jetzt gib her. Moment, also du musst mit mir die Lerngruppe tauschen und ab heute mit DJ lernen. Ich war gestern Nachmittag bei ihr, ich ertrage das keinen Tag länger. Sorry, aber das geht gar nicht mit DJ. Wie, warum denn? Du hast gesagt, du tust alles für das hier. Ja, schon alles, aber... Du hast gesagt alles! Meine Mutter hat es mir verboten, mit ihr zu lernen. So. Du willst es hier wirklich nicht? Tja, dann muss ich's essen. Ich kann das nicht mit ansehen! Ach, so ein Mist. Hey Mo, sag mal, hast du Flip gesehen? Kleide ist, der sucht dich, glaube ich. Und wo ist er hingegangen? Vielleicht in die Turnhalle, zum Sportplatz, zum Schulhof, in die Cafeteria, in den Physikraum? Genau da ist er. Wo jetzt genau? Was kam nochmal nach dem Schulhof? Cafeteria? Genau da. Oh, danke. Oh, danke, Mo. Du hast mir das Leben gerettet. Du bist mein Held. Danke, danke. Ich mache jetzt all deine Hausaufgaben. Ja, ja, ja. Ja, danke, Flip. Aber ich würde nur ungern nochmal durchfallen. Mo, du weißt doch, du bist mein allerbester Freund. Klar, ich bin ja auch dein Einziger. Bitte, ich flehe dich an. Lass mich nicht mit DJ allein. Ich habe so eine Angst. Ich flehe dich an. Geh du für mich hin. Ja, bitte, bitte, bitte. Ich flehe dich an. Ich flehe. Moment. So. Hier sind die Hausaufgaben, die ich für dich gemacht habe. Behalte sie, ich will sie nicht. Ich will wieder tauschen. Mo, wir hatten eine Abmachung. Da wusste ich auch noch nicht, wie schlimm DJ in Wirklichkeit ist. Zu Hause legt er es richtig los. Im Vergleich dazu ist sie in der Schule eher schüchtern und verschwiegen. Mo, bitte! Hey Jungs, sag
Sag mal, wisst ihr, wer mit DJ in einer Lerngruppe ist? Der. Er. Mo. Er lernt mit DJ. Gestern schon den ganzen Nachmittag. Oh, das ist ja toll. DJ ist nämlich wieder krank und weil ich jetzt gesund bin, soll ich für sie in der Lerngruppe einspringen. Also, wir sehen uns dann halt Nachmittag. Bei mir zu Hause, ja? Das wird ganz komisch. Oh, ich glaube, wir sollten besser Hilfe holen. Die scheint mir ein besonders schwerer Fall von Bewusstseinsverlust zu sein. Quatsch, das geht ganz leicht. Philipp, aufstehen. Julia ist hier. Julia? Du bist so Oh, ich befürchte, er leidet unter extremen Störungen der Realitätswahrnehmung. Ich sorge mich um ihn. Nee, das ist ganz normal. Leider. Hey, Alter, sei mal nicht so. Hat doch irgendwie auch alles seine guten Seiten. Was hat seine guten Seiten? Dass ich die Chance meines Lebens verpasst habe, Zeit mit Julia zu verbringen? Wir beide könnten jetzt schon ein Paar sein, aber nein! Naja, immerhin bist du mit Nico jetzt in derselben Lerngruppe und irgendwie bist du im Bio richtig gut geworden. Ich meine, in der Eins, in der Mündlichen. Deine Eltern werden richtig stolz auf dich sein. Stimmt. Vielleicht kürzen sie mir den Hausarrest von 5 Jahren runter auf 1,5. Du hast recht, Mo. Das mit den guten Seiten ist echt eine prima Sache. Und das Beste ist doch, dass du DJs erstmal für ein paar Tage nicht sehen brauchst. Ja, das ist echt das allerbeste. Ich muss DJ nicht sehen. Ich bin ganz schnell wieder gesund geworden, weil ich dachte, ich fehle dir doch bestimmt. Und deswegen habe ich mit der Biolehrerin gesprochen. Und weißt du, was sie gesagt hat? Was hat sie gesagt? Na, sie hat gesagt, dass ich den ganzen Biostoff unbedingt nachlernen muss. Und das am besten mit jemandem, der den total gut drauf hat. Und weil du noch eine 1 bekommen hast, lernen wir jetzt zusammen. Toll, was? Du freust dich doch auch, oder? Ja, ich freue mich. Wahnsinnig. Mir wird ganz komisch. Im Vergleich dazu ist sie in der... Ist sie. Gib her! Moment, also... Scheint mir ein besonders schwerer Verlust von Bewusstseinswahrnehmung zu sein. Ach Quatsch, das geht ganz leicht.